Moin zusammen, wir gehen jetzt zu dritt nach Edgefield mit null Beweisen und ja, mal schauen, ob der Geist lieb sein wird. Hoffentlich ist es kein Meiling, weil das ist der schwerste Geist, den man hier eigentlich kriegen kann. Breakers im Keller, Aufgaben sehen gut aus, dann ab nach Edgefield. So, und dann gehen wir auch schon rein. So. Okay, Breaky war im Keller. Moment, machen wir hier kurz einmal Kerzi an. Falls nachher eine Aussicht. Nein, ohne Beweise, weil wir brauchen doch keine mehr. Wir haben ja zuvor immer mit Beweisen gespielt wegen den Salzfotos, weil wir UV brauchten. Nee, Edgefield ist das. Ja, und der Brecki ist im Keller, leider ist da aber kein Versteck. Nirgendwo ein Versteck hier unten. Also hier unten sieht es schlecht aus mit Verstecken, ist gar nichts da, ey. Ja, deshalb habe ich es ja ausgewählt. Ich versuche ja mal das. Knochen ist hier hinten in dem Lagerraum in der Küche. Deshalb, ich versuche hier ein bisschen Abwechslung da reinzubringen. Ghost, are you here? Show us. So, dann gehe ich den mal versorgen. Knochen ist versorgt. Küken war oben nichts oder was? Also, ich habe hier unten nichts gehört. Küken, wenn du oben auch nichts gehört hast, gehe ich mal im Keller gucken, weil meistens sind die im Keller, wenn man nichts hört. Ghost, are you here? Show us. Are you here? Was ist der jetzt doch oben? Hier unten im Keller wurde nichts bewegt. Er hat im Moment Halsschmerzen, dann kann er nicht so viel sprechen. Okay. So, dann bringen wir mal Kruzis da rein. Das und den Soundsensor. Wir müssen mal nach Verstecken da oben gucken, wegen Ghost Highway, weil unten sind gar keine Verstecke. Wäre mal schön, wenn wir jetzt mal ein Mimik mal nach einer Zeit kriegen würden. Ist schon was lange her. So, Türen alle aufmachen, falls es im Jure ist. Gucken wir mal kurz hier. Ach, hier ist ja auch direkt nebenan ein Versteck. Sehr schön. Schauen wir mal. Eigentlich müssten hier oben sehr viele Verstecke sein. Ich unterbreche mal kurz. Ich glaube, der Geist hat gerade Licht angemacht. Okay, kein mehr. Kein mehr, kein Wave. Okay. Stehst du da drin, ne? Oh, jetzt hat er es wieder ausgemacht. Ich war das nicht. So, und der wollte uns eben nach unten abhauen. Okay, dann versuchen wir mal hier ein Whisperchen zu kriegen. Und testen mal auf Moroi. Und wir gucken mal, ob er hier rüberkommt. Wegen Banshee. Okay, wir müssen ihn abwehren und ein Ghost Event. Je nachdem, was das für ein Geist ist, kann das etwas schwierig werden. Also, wir beobachten das mal kurz ein bisschen. Oh, ich habe gerade den Whisper bekommen. Lass uns mal kurz hier hinter sitzen bleiben und mal gucken. Oh, Breaker. Jin ist raus. Moment, was war das für ein Wurf? Wir könnten einen Polti haben. Ich gehe mal draußen schnell gucken. Irgendeiner kann ja kurz mal den Brekkie anmachen. Ach, sorry, Leute. So. Könnte ein Polti sein. Sieht so aus auf dem Aktivitätenboard.
Ist sehr wahrscheinlich ein Polti. 66. Im Keller. So, ich sehe auch keine, wie heißt das? Keine Orbis. Dann lasst uns mal einen Polti-Highway bauen und so viele Items wie möglich da rein tun. Wir sind bei 66%. Moment, mal kurz auf meine Sanity gucken, falls es doch ein Moro ist, was ich aber nicht glaube. 85, 86, okay. Kiki, bring von unten so viele Items wie möglich nach oben. So, jetzt beladen wir mal den Raum hier. Mit so viel Kram, wie es geht. Und dann hoffen wir mal, dass wir eine Explosion sehen können diesmal. Ich hoffe, wir kriegen sie auch mit. Na, hier war doch irgendwo noch eine Tassi. So. Wir machen jetzt den ganzen Raum mal voll. So. Ich hoffe, wir kriegen eine Explosion zu sehen. Nee, nee, bau den oben hin in Richtung Flur. Aber die Items, so viele wie es geht, hier in den Geisterraum und den Polti Highway dann in Richtung von dem Versteck, was wir markiert haben. So, wir bauen das hier mal kurz auf. Ich hoffe, wir verpassen nichts. Das klang nach einem Event. Wir müssen auf die Sanity aufpassen. Könnte bald vielleicht losgehen. So. Ich glaube, das Küken hat jetzt das Event abbekommen. Wo ist die Laterne? So. Boah, der hat die Tasse mir im Flug abgefangen. Was geht denn mit dem? Hier ist nichts drin, ne? Frech. Einfach nur frech. Hol besser aus der Garage, ist glaube ich ein kürzerer Weg. Okay, dann bauen wir hier mal weiter. Ich baue das jetzt hier bis hier hinten durch. Und dann können wir das nämlich beobachten, wie der das nachher alles zerlegt. Kiki, kannst du im Keller den Brecki kurz anmachen? Na. So. Ja, dann bringen wir welche mit. Ich hoffe, wir kriegen jetzt gleich eine Explosion hier zu sehen. Ach komm, das kannst du doch besser, Geist. Ja, toll. Ja, sei nur vorsichtig, der hat jetzt einmal das Kuzzi angeknabbert. Na komm, mach doch eine Explosion. Show us, give us a sign. Show us. Show us, give us a sign. Show us. Dann bin ich mal gespannt. Oh, schade. Das andere Kruzi. Habe ich das hier hinten hingelegt? Ja. Blöd.
Sag mal, Freund, wo läufst du denn wieder rum? Wir müssen aufpassen, der ist hier draußen. Okay, er ist wieder drin. Show us. Gib was das sein. Show us. Ach komm schon. Show us. Gib was das sein. Ach echt jetzt? Jetzt macht er es nebenan. Mach das doch mit den Items. Ja, sing sang. Na komm, mach doch mal eine kleine Explosion hier. Es ist alles für dich. Klötzchen und so weiter. Show us. Gib was das sein. Show us. Throw something. Throw something. Show us. Ach komm, das kannst du doch besser. Na, vielleicht nach dem Hand. Also ganz hinten durch. Letztes Schlafzimmer hat ein Versteck und hier im Flur haben wir eins. Okay, die Kruzis sind hinüber. Ja, Küken, geh da lieber mal weg, weil der nächste Hand geht durch. Muss man von hier aus eben gucken. Ja, da müssen wir noch abwehren. Von hier aus kann man es ja auch sehen, wenn er es macht. Oh, das bin ich. Nicht in den Sensor laufen. Okay, dann warten wir mal. Ach komm, Geist, das kannst du doch besser. Ich hoffe, er macht es nach dem... Ja, und das war wieder der Brecki. Bleib lieber hier. Hand. Boah, die Würfe. Habt ihr es gesehen, wie der alles zerlegt? Okay, jetzt müssen wir nachher so schnell es geht in den Raum laufen, nach dem Hand. Alter. Schnell in den Raum, vielleicht sehen wir eine Explosion. Vielleicht macht das ja jetzt. Ach komm, echt jetzt? Jetzt machst du es da draußen. Jetzt mach das doch mal in deinem Raum. Ey, der hat den ganzen Flur zerlegt, ne? Ja, die ist sowieso am Arsch. Juhu, endlich! Wir können fahren. Er hat's gerade gemacht. Abfahrt. Der Polti. Guck doch aufs Aktivitätenboard, da siehst du es doch. Guck mal da am Aktivitätenboard. Warum hat denn jetzt der Anzug drin? Hä? Achso, der war nur nicht sein. Naja, ist hier. So, dann Polti und Polti drin. Jo. Guter alter Polti hat uns zumindest einmal die Fähigkeit gezeigt. Okay, das ist ein weiterer Level. Wir kriegen bald die T3 Kruzis. Dann haben wir alle T3s auch freigeschaltet. Viermal hat er die Fähigkeit benutzt. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.